Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky hier bei Explorer LP. Wir stecken irgendwo mitten in der Galaxie. Und sind jetzt eigentlich die letzten ein, zwei Folgen nur der Hauptquest am Folgen? Was wir jetzt auch weiterhin machen. Wir sollen also unser Schicksal quasi besiegeln. So. Was will er denn jetzt von uns? Mal sehen. Was sagt die Quest? Quest sagt gar nichts. Wir scannen mal. Ah, wir sollten irgendwas mit der Galaxie Map, ne? Atlas-Schnittstelle. Entdeckt du. Okay, da sollen wir also hin. Okay. Kasum, dann wollen wir mal. Sterne wie Staub, Erfolg freigeschaltet. Dreimal gewarpt. Einmal können wir noch. Ich denke mal, wir müssen da rein, oder? Was? Okay. Upsala. Was? Aber wir können ja doch. Eine Warpzelle. Eine Warpzelle. Ich glaube, wir müssen ein bisschen was ins Raumschiff packen. Oh je. Das ist, wenn man einfach Knöpfe drückt, von denen man keine Ahnung hat. Es ist fremdartig, anders als alles, das ich bis jetzt gesehen habe. Ich sollte Angst haben, aber eine unerbittliche Kraft zieht mich zum Herzen des Konstrukts. Ich muss es wissen. Das ist ein Relikt des Atlas. Es heißt mich willkommen, es weiß, was ich bin. Es verspricht mir wahre. Oh, gib mir die Stimme weg, Entschuldigung. Es verspricht mir wahre Erkenntnis. Der Wille brennt in mir. Ich werde in der Struktur der Kausalität blicken und diese Existenz verstehen, ob sie echt ist oder nur ein riesiges, unberechenbares Scheinbild, das von anderen Intelligenzen erschaffen wurde. Annehmen. Guck mal, man kann sogar ablehnen. Ich akzeptiere, der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung eröffnet sich mir.
mehr springen. Nee, Alpha-Wand. Ja, ne? Kann man wieder gehen. Ich würde sagen, dann suchen wir mal die nächste Raumstation auf. Machen Sie es gut, Herr Atlas. Handelsposten. Den. Was? Ich will jetzt nicht auf dem Plan. Was denn? Alter. Muss eine Raumstation sein. Ja, wo fliegst du hin? Wo kommst du her? Man weiß es nicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir die nächste Station an. Was will er denn jetzt? Oh, Attack von Ironos, GM 13.8. Warp. Achso, derzeitiger Stand. Wo soll man jetzt hin? Verstehe ich nicht. Da sind wir. So, jetzt nochmal ein schön. Was, Moment, was zeigt denn der jetzt an? Was ist das? Raumstation. Ah. Ja, können sie. Muss der blaue Strahl. Wo kommen wir denn jetzt hier rein? Da nicht. Andere Seite. Kann mir jemand sagen, wo der Eingang ist? Will mich einer angreifen? Ja. Das Spiel will mich stressen. Ich sehe keinen Angel. Hier oben. Da ist ein.
Notfallsignal. Bereits bekannt. Können wir ein bisschen verkaufen, ne? Weil wir gerade mal hier sind. Das jetzt unbedingt nicht. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Atlasstein. Plutonium plus 100%. Nicht schlecht, Herr Spech. So. Was ist los? Kollege. Ja, erbärmlich Krieger, Krieger, Waffen, Munition. Der Krüger scheint wütend auf sich selbst zu sein. Er drischt sein Multiwerkzeug gegen eine nahe Oberfläche und betätigt wieder und wieder den Auslöser, doch nichts geschieht. Alle Waffensysteme scheinen zu funktionieren, doch bewirken sie nichts als ein hohles und leeres Klickeln. Die Lebensform heult vor Selbstverachtung. So. Ich habe aber. Warte mal. Habe ich nichts zum Raumschiff, was ich ihm jetzt geben könnte? Wobzelle, Wobzette, Tamium, oder? Und, was können wir noch verkaufen? Okay. Nimmt er das Tamium? Ja. Er bellt einen Dank. Bereits bekannt. Ja, super. Oh. Was sind das denn für Schiffe? Alter, was geht ab hier? So, was bist du für eins? Ja, komm mal hin. Sechsunddreißig Plätze, 13 Millionen. Ja, schon nicht schlecht. Komm mal hin. Ja. 31 Plätze, 6 Millionen. Das ist günstig. Was ist das für ein Schiff? Plätze, 3 mehr. Das ist jetzt keine Steigerung, aber das eben wäre nice gewesen. Ich würde sagen, dann müssen wir unseres mal ein bisschen leer machen und dann warten wir, bis hier wieder ein paar Jungs angeschnallt kommen, weil wenn wir unseres verkaufen, ist natürlich der Inhalt weg. Nein! Steig aus. Steig aus. Okay, wie viel haben wir denn noch an Platz?
umverkaufen. Platin ja, Eisen ja, Kupfer ja, Kohlenstoff nein, Thorium nein, Amulett ja, ja, ja. Und Zink auch. Theridium auch. Das war's. So. Ja, ist ja gut. So, Raumschiff. Okay. Was? Ja, gut. Kasum. Mal eben abspeichern. Naja, so eine hässliche kleine. Ja, gut, geht aber. Na, na. Mein Fragen kostet nichts, aber. Der Brummer von Ema mir da schon besser gefallen. Wieder was Neues. Sieht zumindest so aus. Hoffentlich jetzt nochmal so ein dicker Brummer. Nein. Da mache ich mir mal noch nicht mal die Mühe, Fragen zu gehen. Ist das hässlich. Wieder einer angeschüsselt, oder? Na, kommt hier rein. Der eine fliegt vorbei. Die kommen rein. Das sind nur die Ekeldinger hier. Will ich nicht. Wieder so ein Ei. Ja, können wir wenigstens mal fragen, aber nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Plätze. Wieso kommen nur noch diese Gurken jetzt hier rein? Mann. Sieht aus wie ein Fighter, ne? Besondere Beziehung. Siebenundzwanzig Plätze. Ah. Ja, 30 sollten schon sein. Kommt noch Crap rein, ja. So, eins warten wir noch ab. Eins warten wir noch ab.
noch gar nicht probiert, ob wir da oben reinkommen. Plätze. Vergleichen 23, 12 Plätze mehr. Ja, gut, komm. Bevor ich es ablehne und wenn nicht nur gerade einer. Das ist unser altes, ne? Oder? Cool. Gut, haben wir ein neues Schiff. 13 Millionen oder 11 Millionen? Cool. Das hat warten gelohnt. Okay, mein Lieben, dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hier seht. Und bis demnächst bei No Man's Sky. Hier bei Explorer LP. Mach's gut, tschüss und bye bye. Ciao, ciao.